So, hier überlegen wir uns gerade, wie wir das, diesen Anhänger da hochheben wollen. Und womit wir angefangen haben, ist das Einspannen. Das Richtige, also hier gegen Wegrollen gesichert. Und die Spanngurte vorne gehen, also um die Deichsel zu sichern, vom Rad überkreuz in den Rahmen rein. Da hinten. Das sieht man vielleicht nicht ganz so gut. Hier das Gleiche, ist eingespannt. Es war also nicht hundertprozentig optimal, weil hier die Ratsche eigentlich auf dem Reifen liegt, aber es ist nicht ganz katastrophal, zumal es kein besonders hohes Gewicht hat, das Ganze. Hier auch, wie man sieht, hat die Spanngurte überkreuzt nach hinten. Und hinten auch nochmal die Feder gesichert, die Achse gesichert, nach unten gedrückt. Hier auch ein kleiner Tipp bei diesem Spanngurt. Es ist ein bisschen Mitdenken erforderlich, und zwar ist dieses Ende hier ein bisschen länger. Das heißt, wir haben es einmal rumgewickelt und da festgemacht. Und wichtig war halt, einen Festpunkt zu finden, der unbeweglich ist. Ein anderer Ankerpunkt wäre der hier gewesen, aber wie man sieht, es ist beweglich, also ungeeignet. Und da oben sowieso, der Punkt ist zu weit oben, das ist eine Last, die beweglich ist.